Klar, Blogger sind nur am Reisen und relaxen und entspannen am Strand. So ist es aber eben nicht. Das gehört halt einfach dazu, um mit Partnern in Kontakt zu treten und Marken für sich zu gewinnen, um dann langfristige Kooperationen zu führen. Do you know bloggers? Bloggers, that's some kind of website, is it? In der letzten Folge habe ich ja schon gezeigt, auf was es ankommt, wenn man gute und relevante Inhalte als Blogger stellen will. Aber die schönsten Bilder mit tollen Outfits bringen natürlich nichts, solange man damit kein Geld verdient. Und deshalb ist es wichtig zu verstehen, wie es überhaupt zur Kooperation kommt und auf was man dabei achten muss. Und wenn man dann natürlich dafür noch reisen kann, ist das natürlich erste Sahne. Ich glaube, dieses Vorurteil, was man da vielleicht gegenüber in der Branche hat, dass das alles so easy ist und man nur eingeladen wird und reisen kann, das ist zwar ein Teil, aber auch ein ganz großer Teil ist eben auch anstrengend, die ganze Zeit unterwegs zu sein. Aber es ist eben nicht, dass man dann wegfliegt, dann nur am Sightseeing ist oder so viel von der Stadt hat, sondern wenn man ankommt und im Hotel seine Koffer abgelassen hat, dann geht es ja auch meistens gleich zum Job. Und da muss man in diesem Berufsfeld schon offen für sein. Ich freue mich extrem, heute in London zu sein und habe gleich einen Termin. Und deswegen musst du jetzt auch gehen. Net-a-Porter, Gründung im Jahr 2000. Hauptsitz London. Die Firmenwebsite wird monatlich von über 2 Millionen Besuchern besucht. Unter anderem auch von mir. Bei Kooperationen ist mir grundsätzlich wichtig, dass sie authentisch ausgewählt werden. Ich achte schon darauf, dass die Marke zu mir passt und dass auch die Inhalte zu mir passen. Ich freue mich jetzt, Lisa von Net-a-Porter zu treffen. Ich bin gespannt darauf, was sie zu erzählen hat, wie sie die Auswahl eigentlich von Bloggern treffen, wie sie mit Bloggern zusammenarbeiten und was ihnen dabei besonders wichtig ist. Warum sind denn Blogger für euch in der Zusammenarbeit eigentlich überhaupt wichtig? Also Blogger sind ja heutzutage aus der Modewelt eigentlich gar nicht mehr wegzudenken. Sie sind ja wirklich überall und sind ja in den letzten Jahren ja auch wirklich zu Experten geworden. Und wie selektiert ihr dann die Blogger? Also wir sehen die Zusammenarbeit wirklich immer als Partnerschaft. Das ist total wichtig. Also was Langfristiges. Genau. Und am besten ist es wirklich immer, wenn der Influencer oder der Blogger auch die komplette kreative Kontrolle über den Inhalt behält, weil ihr die Leser ja am besten kennt. Total schön, das zu hören. Und das finde ich noch irgendwie spannend. Wie kann man jetzt als Blogger, wenn du neu anfängst oder vielleicht noch nicht so die große Reichweite hast, wie kann man da mit euch in Kontakt treten oder mit euch zusammenarbeiten? Hat das überhaupt eine Relevanz für euch? Ich meine, jeder fängt irgendwo mal klein an. Von daher bestärken wir natürlich jeden jungen oder kleineren Blogger darin, seiner Leidenschaft zu folgen. Was ich immer allen persönlich rate, ist einfach, dass man wirklich schaut, was grenzt dich von der Masse ab? Ist es dein Instagram-Feed? Ist es dein Blog? Ist es dein persönlicher Stil? Sind es Themen, die du behandelst? Man muss einfach schauen, wie man sich von den anderen abgrenzt, sodass man einfach auch heraussticht und dass große Marken so wie Net-a-Porter auf einen aufmerksam werden. Das heißt, eure Philosophie ist da eben auch sehr stark zu gucken, personengebunden, individuell zu schauen, welche genau. Person steckt dahinter und passt das Image auf das Image unserer Kunden und auf die Zielgruppe. Genau, das ist quasi zusammengefasst. Finde ich sehr schön. Danke, dass du dir Zeit genommen hast heute. Sehr gerne. Und ich freue mich extrem, dass wir morgen zusammen zum Funfair-Event gehen. Da freue ich mich auch schon drauf. Ich glaube, das wird echt lustig. Wollen wir mal schauen, was du da anziehen könntest? Gerne. Natürlich ist es von außen immer schwer greifbar, wie Blogger durch solche Kooperationen überhaupt die Miete zahlen oder überhaupt Geld verdienen. Aber wie ja auch Lisa schon gesagt hat, funktioniert das eben doch. Man muss aber hart dafür arbeiten, wirklich hochwertigen Content produzieren und eine starke Persönlichkeit haben. Und man muss geduldig sein, denn bis man die Reichweite aufgebaut hat und die ersten Marken aufmerksam werden, ist es eben ein langer Prozess. Dafür ist es vor allem eben auch wichtig, sich ein Netzwerk aufzubauen, was man ungezwungen und am entspanntesten auf Events machen kann. Man geht halt raus, lernt neue Leute kennen und es öffnen sich immer wieder neue Türen.
Und deshalb freue ich mich auch besonders, dass ich am Funfair-Event teilnehmen kann und bin sehr gespannt, welche neuen inspirierenden Menschen ich kennenlernen darf.